Kinder, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind mal wieder in der Märchenstunde und ihr könnt nicht sehen, welches Märchen heute kommt. Weil ich heute auf einer kleinen Märchenbühne spiele und ich lasse die Figuren immer kommen und dann werden sie auch wieder gehen, wie im richtigen Bühnengeschehen. Ja, ihr Lieben, jetzt möchte ich mich zuallererst, bevor wir zu dem Märchen kommen, dafür bedanken, dass ihr gemalt und geschickt habt und euch wirklich einladen. Ihr könnt jederzeit zu den Märchen malen und uns auf die, diese Mailseite, die unter dem Theater am Puls Video ist, schicken. Dann machen wir eine kleine Internetausstellung mit euren Werken. Ich freue mich über jedes Bild. Ich habe mich so gefreut über den dicken, großen Frosch. Ich habe mich ganz dolle gefreut über die gefalteten Frösche. Also Froschkönig hat euch sehr eingeladen zu malen. Schneewittchen war jetzt noch nicht. Wenn ihr Lust habt, schickt ihr es. Heute könnt ihr schicken. Ihr könnt noch zweimal schicken. Wir haben noch zweimal Märchen. Und wir freuen uns ganz arg, wenn da was kommt. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gesund, seid wohl und entspannt und freut euch auf das Märchen. Wir werden heute in dem Märchen eine Zauberin kennenlernen. Sie ist aber nicht die Hauptfigur. Die Hauptfigur des Märchens ist die Schülerin der Zauberin. Zauberinnen waren früher die heilenden Frauen. Die waren ganz hoch angesehen. Die konnten mit den Tieren sprechen. Die konnten ganz arg toll alleine und einsam sein. Die kannten alle Pflanzen. Und die konnten auch ein bisschen vorhersehen, was später passieren wird. Ganz hoch angesehene Frauen. Sie lebten meistens alleine. Und deswegen, wenn sie eine Schülerin bekamen, bekamen sie die auf besonderem Wege. In unserem Märchen heute werden wir eine solche Zauberin kennenlernen, die auf einem besonderen Wege ihre Schülerin findet. Und diese Schülerin lernt von der Zauberin die Sprache der Vögel kennen. Sie lernt, ihre Kontakte zum Himmel zu pflegen. Sie lernt, die Welt von ganz weit außerhalb zu sehen. Und sie lernt, in Einsamkeit zu leben. Und ganz spärlich und sparsam ihr Leben gestalten zu können. Und sie wird natürlich am Ende erlöst. Wir fangen an. Es war einmal eine Frau, und ihr Mann, die lebten zusammen und wünschten sich schon seit langer, langer Zeit ein Kind. Es kam, dass die Frau guter Hoffnung war und spürte, nun soll es sein. Die beiden hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fensterchen und von diesem Fensterchen aus konnten sie in einen Garten schauen. Es war ein schöner Garten. In dem Garten wuchsen viele Blumen und sehr viele Kräuter. Aber der Garten war ummauert von einer sehr hohen Mauer und niemand wagte sich hinein, weil er gehörte einer Zauberin. Und diese Zauberin war sehr, sehr mächtig. Alle Welt fürchtete sich vor ihr. Eines Tages schaute die Frau aus dem kleinen Fenster und sah im Garten unten wunderschöne Rapunzel
Oh, grün, frisch gewachsen. Sie schaute und in ihr entstand ein ganz großes Verlangen nach diesem schönen Salat. Und sie konnte gar nicht davon ablassen. Und oh, dieses Verlangen wurde immer größer, weil sie ja wusste, sie konnte das nicht bekommen. Und auch nächsten Tag und übernächsten Tag ließ das Verlangen sie nicht los, sodass sie blass wurde und traurig und ganz einsilbig, bis ihr Mann sagte: Liebe Frau, was ist mit dir? Ach, ich glaube, ich brauche von diesem Rapunzel. Wenn ich aus dem Garten das Rapunzel nicht bekomme, dann muss ich sterben. Der Mann, der seine Frau wirklich sehr lieb hatte, sagte: Nein, das wirst du nicht zulassen, dass deine Frau stirbt. Du holst ihr Rapunzel, koste es, was es wolle. Am Abend, als die Dämmerung kam, stieg der Mann mit einer Leiter über die Mauer in den Garten der Zauberin, nahm sich ein paar Rapunzelblätter und ganz leise ging er wieder zurück. Er brachte seiner Frau den Rapunzelsalat und die freute sich. Sie machte sofort einen sehr, sehr leckeren Salat daraus, aß ihn, oh, und er schmeckte ihr so gut, so, so gut, dass ihr Verlangen dreimal stärker wurde und der Mann am nächsten Tag wieder gehen musste und Rapunzel. Am nächsten Tag, als es Abend wurde, stieg der Mann wieder mit der Leiter über die Mauer und kam am anderen Ende an und wollte gerade wieder Rapunzel schneiden. Da hörte er eine Stimme: Was machst du da? Was muss ich sehen? Wie ein Dieb stiehlst du mir mein Rapunzel? Das soll dich teuer zu stehen kommen. Er erschrak. Er drehte sich zur Zauberin. Ach, lass Gnade für Recht ergehen. Meine Frau hat aus dem Fenster geguckt und sie hat dein Rapunzel gesehen. Und ihr Verlangen wurde so stark, dass sie Sorge hatte, sie müsste sterben, wenn sie nichts davon bekommen könnte. Aha. Wenn das so ist, nimm dir so viel Rapunzel, wie du willst. Aber es gibt eine Bedingung. Gib mir das Kind, das deine Frau zur Welt bringen wird. Der Mann in seiner großen Angst sagte alles zu, nahm das Rapunzel und ging fort. Und als seine Frau das Kindlein geboren hatte, kam die Alte, nahm es mit sich. Dem Kind wird es bei mir gut gehen. Ich werde für das Kind sorgen wie eine Mutter. Gab dem Kind einen Namen, Rapunzel, und zog von dannen. Rapunzel? War ein sehr schönes Mädchen. Sehr, sehr schön. Und als sie 12 Jahre alt war, da brachte die alte Zauberin Rapunzel in den Wald.
Dort im Wald war ein großer Turm, sehr groß. Der Turm hatte keine Tür und kein Tor, keine Leiter und keine Treppe. Nur ganz oben ein kleines Fenster. Und aus diesem Fenster konnte das Mädchen schauen. Und wenn die Alte kam und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, dann wickelte das Mädchen ihre langen, golden-seidenen Haare um einen Fensterhaken und warf den Zopf hinab. Bis ganz runter gingen die Haare und die Alte konnte an dem Zopf hinaufsteigen zu Rapunzel. So ging es viele, viele Jahre. Und immer kam die Alte einmal am Tag und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und immer fielen die goldseidenen Haare des Mädchens hinab. Rapunzel, die alleine in ihrem Turm wohnte und die Welt von ganz weit oben angucken konnte, lernte von den Vögeln die Sprache kennen. Und sie lauschte Tag ein, Tag aus und sie sang so gerne mit den Vögeln mit. Und es war ihr Liebstes. Und sie schaute, wie die Bäume ihre Farbe veränderten, wie das Laubkleid sich bildete. Sie sah die ganzen Farben von den Blättern. Sie sah den Schnee. Sie sah die Blüten im Frühling. Und all das von ihrem Turm. Eines Tages, Rapunzel saß wieder oben an ihrem Fenster. Da kam ein junger Königssohn vorbei und hörte diese Stimme. Und er lauschte. Oh, wie schön! Wie schön diese Stimme! Sie kommt aus dem Turm, von ganz weit oben. Und er schaute hoch zum kleinen Fenster. Und er suchte um den Turm eine Tür, aber er konnte die Tür nicht finden. Nirgendwo war irgendeine Tür, man kam nicht hinein. Er suchte und lauschte und irgendwann ritt er in sein Schloss, aber er vergaß den schönen Gesang nicht. Tief in seinem Herzen war das Lied des Mädchens. Und am nächsten Tag musste er wiederkommen. Und er lauschte wieder, wie Rapunzel sang. Und so machte das der Prinz viele, viele Tage, sehr viele Tage. Und nie entdeckte er irgendeinen Weg hoch in diesen Turm, bis er eines Tages, er war gerade hinter einem Baum, hörte, wie die Alte kam und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und Rapunzel ihre langen goldenen Haare hinabwarf und die Alte an den Haaren hinaufkletterte. Der Prinz merkte es sich wohl. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Das ist die Leiter, wie man hinaufkommt. Ich werde mein Glück versuchen. Und als die Alte wieder unten war und weg,
und der Abend kommen wollte, da ging der Prinz an den Turm und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und wie zuvor bei der Zauberin kamen die Haare hinab. Er stieg an den Haaren hinauf und oben Rapunzel erschrak. Sie hatte noch nie vorher einen jungen Mann gesehen. Aber als er ihr in die Augen schaute und als er ihr erzählte, wie schön der Gesang war für ihn und wie es sein Herz berührt hat und wie er nicht mehr in Ruhe kam und jeden Tag in den Wald gekommen ist, um ihrem Gesang zu lauschen, da bekam sie Vertrauen. Und als er sagte: Möchtest du mit mir kommen? Und möchtest du meine Frau werden? Da dachte Rapunzel so bei sich: Oh, er wird vielleicht lieber sein als die Gotel. Ja, ich werde mit dir gehen. Und so überlegten die beiden: Wie können wir das machen? Wie kannst du den Turm hinabkommen? Und Rapunzel sprach: Bring jeden Tag einen Strang Seide mit. Ich werde daraus eine Leiter flechten. Und wenn sie lang genug ist, werde ich mit dir hinabsteigen und wir werden zusammen auf deinem Pferd in dein Reich reiten. So kam es auch. Jeden Abend kam der Prinz, rief seinen Spruch: Rapunzel! Rapunzel, lass dein Haar herunter. Rapunzel ließ ihre Haare fallen und er kam hinauf. Und immer hatte er ein bisschen Seide dabei. Am Tag kam die Alte. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und auch sie bekam den Zopf. Und sie merkte nichts. Aber eines Tages sagte Rapunzel: Frau Gotel, wie kann das sein? Ihr werdet mir so schwer und es braucht so lange, bis ich euch heraufgezogen habe. Der junge Königssohn ist in einem Augenblick hier. Und als die Alte das hörte, da wurde sie zornig. Und ich dachte, ich hätte dich von der ganzen Welt ferngehalten. Jetzt bin ich betrogen. Und sie nahm die Haare von Rapunzel, wickelte sie um ihren Arm, nahm ein Messer und schnitt sie ab. Dann führte sie das Mädchen weit in die Wüstenei und ging selbst im Turm auf. Am Abend kam wie jeden Tag der Prinz, rief seinen Spruch: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Und die Alte band den Zopf oben an den Fensterhaken und ließ die Haare hinunter. Der Prinz kletterte wie jeden Tag hinauf, aber was musste er oben sehen? Dein Liebchen ist fort. Der Vogel ist nicht mehr im Nest. Die Katze hat ihn geholt. Und auch dir wird sie die Augen auskratzen. Du wirst dein Rapunzel nicht mehr wiedersehen. Da war der Prinz so erschrocken,
und so voller Angst und Panik und so verzweifelt, dass er den ganzen Turm hinuntersprang. Die Dornenbüsche hielten ihn am Leben, aber sie zerstachen ihm das Augenlicht. Und so musste er wirr und alleine im Wald wandern. Jahrelang war der Prinz ohne Augenlicht, ohne Begegnung, ganz alleine im Wald. Er aß Beeren und Pilze und jammerte und weinte um sein Rapunzel. Rapunzel selbst war ganz allein, lebte in Armut und Bescheidenheit und hatte zwei Kinder bekommen, eine Tochter und einen Sohn. Nach vielen, vielen Jahren kam der Prinz in die Gegend, in der Rapunzel mit den Kindern lebte. Er sah sie nicht, aber er hörte ein Gesang, wie sie sang. Und er hörte an der Stimme, er kennt diese Lieder. Und die Lieder, die Stimme zogen ihn und er ging immer näher, bis Rapunzel ihn erkannte. Da rannte sie auf ihn zu und fiel ihm um den Hals. Und sie weinte vor Glück. Die Tränen, die sie weinte, flossen in die Augen des Prinzen und machten ihn wieder sehend. Und wie glücklich waren sie alle zusammen. Und sie fuhren in das Königreich des Prinzen. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Und jetzt kommt ihr wieder. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Das war das Märchen von Rapunzel. Und wenn ihr mal schaut, so haben wir hier drei Generationen im Märchen. Die Eltern, Rapunzel und der Prinz, die zusammen die Eltern von den beiden Kindern sind. Drei Generationen. Und diese drei Generationen wurden zusammengeführt von der alten Zauberin. Es ist immer so schade, dass die Zauberinnen oder Hexen in den Märchen immer so schlecht wegkommen. Eigentlich machen sie das doch ganz gut. Die Zauberin hat gewusst, dass die alte Frau oder junge Frau damals unter ihrem Herzen ein Kind trägt, das in die Schule der Zauberin kommen darf. Wer auf das Rapunzel so anspringt, der trägt ein kostbares Kind im Herzen. Und sie hat dem Kind die Schule der Vogellieder, die Schule der Einsamkeit, die Schule der Ferne, die Schule der Natur ermöglicht. Und als der Prinz den Schulungsweg ein wenig abkürzen wollte, half die Zauberin sogar ihm, eine Weile die Einsamkeit und die Blindheit zu erleben.
Und wenn im Märchen oder auch in den Mythen Menschen blind werden, dann heißt das immer, dass ihre Herzen beginnen zu sehen. Wer das äußere Auge zu hat, öffnet automatisch das Herzauge. Saint-Exupéry lässt im Kleinen Prinzen sagen, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für diese Augen unsichtbar. Und so sind die beide in die Schulung der Zauberin gekommen, konnten sogar ihre weisen Kenntnisse weiterreichen und das Leben geht sehr klug, weise und heilvoll weiter. Ja, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie ich den Turm gebaut habe. Ich habe meine Lieblingsklötzchen aufeinander gestellt. Ihr könnt vielleicht einen Turm aus einer Zebrarolle machen. Oder ihr nehmt eine Pappe und baut ihn ein bisschen. Und aus einem Goldfaden lässt sich leicht ein Zopf machen. Dann habt ihr schon den Rapunzelturm. Ihr könnt auch all die vielen Vöglein, von denen Rapunzel lernen konnte, noch viel mehr als meine hier. Oh, da habe ich noch eins. Ich glaube, ich hatte sogar noch. Ja. Ihr könnt auch Fantasievögelchen malen. Ganz viele, von denen Rapunzel die Sprache lernt, die Vogelsprache. Ihr könnt auch ein Bild malen, das finde ich sehr, sehr spannend, wo ihr von oben praktisch aus dem Turmfenster heraus den ganzen Wald und die ganzen Vögelchen malt. Natürlich ist es auch sehr, sehr spannend, aus Knete einen Prinzen zu bauen, der da so hochklettert. Vielleicht aber auch ist jemand dabei, der gerne das Anfangsbild mit diesem wunderschönen Garten und der hohen Mauer malen möchte. Es gibt einiges zu basteln, es gibt sehr viel zu malen und es ist ein sehr wertvolles Märchen, denn es zeigt uns, wie der Schulungsweg einer alten, weisen Frau ist. Heute haben wir die gar nicht mehr so in unserer Welt. Nur noch wenige. Weil sie wurden leider mal Hexen genannt und es ging ihnen nicht gut. Dabei waren sie Jahrtausende lang die klügsten und weisesten. Sie konnten in die Zukunft blicken. Sie konnten heilen. Sie waren sehr, sehr angesehen. Aus Achtsamkeit vor diesen klugen Frauen habe ich dieses Märchen heute ausgewählt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich ganz arg mit Jörg und all den anderen über eure Zusendungen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Alles Gute. Bleibt gesund.